Brief an den Sicherheitschef. Vertraulich. Zu Händen Sicherheitschef, der noch nicht mal einen Namen bekommen hat. 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. Wahrscheinlich morgens. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens. Locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Zweitens. Sammeln Sie zwei Embryos, jeder einzelne Mutation als Muster. Mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Drittens. Sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arclay-Labors, einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt an Anschluss 5679. 5679, okay. Viel Glück, Umbrella-Hauptquartier. Nein. Wobei, doch. Das weiß ich sogar noch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier ein Decker war. Gelber Edelstein. Geht nämlich nur, wenn der Adler wegsieht. Gott, habe ich damals ewig in diesem Raum verbracht. Die Granaten hole ich gleich. Der Tiger hatte ein gelbes Auge, ne? Ich glaube, der Tiger hatte ein gelbes Auge. Das heißt... Ich weiß gerade gar nicht, wofür ich den roten Edelstein überhaupt brauche, aber hey, ich habe ihn. Ich habe den roten Edelstein. Wofür auch immer. Wo brauche ich noch einen Edelstein? Na, whatever. Wahrscheinlich öffnet sich irgendwo mit dem neuen Schlüssel eine Tür, wo ich den brauche. Das heißt, du kommst erstmal hier rein, und zwar hier. Adlermedaille weiß ich ja auch noch nicht, wofür ich sie brauche. Aber ich hab sie schon mal. Ging es hier lang zum Tigerkopf oder? Ging es sogar. Okay, dann gehen wir erst zum Tigerkopf. Vorbei an diesen Fenstern hier. Dreh dich doch um, Jill! Ist da noch einer? Ich hasse die Teile. Ich hasse allgemein Viecher, die so schnell sind. Und Hunter sind verdammt schnell. Okay.
Irgendwann musste ja was passieren. Hatten wir nicht sogar noch einen Gang mit solchen kaputten Fenstern, aber jetzt kommt ja nichts mehr rein. Hier zumindest nicht. Habe ich hier damals eigentlich alle Leichen verbrannt? Hatte ich, okay. Ominous, Music is ominous! So, der Tiger hatte noch ein gelbes Auge. Munition? Hä? Was? Modiskette. Schweitel. Oh, ich glaube, ich weiß, wofür die sind. Also da kriegen wir noch drei? Ich glaube, wir kriegen noch drei davon. Gut, dass wir die schon mal haben. So, hier war ja alles leer. Der Tigerkopfraum ist jetzt auch leer. Heißt, ich kann nochmal in den Safe Room zurück. Lege da schon mal die Diskette ab. Uiuiuiui. So viele Items. So viele Items. Dann holen wir uns oben nochmal die Granate, wobei die hätten wir uns jetzt holen können. Wir holen uns jetzt nochmal schnell die Granaten, dann lohnt sich das wenigstens hier die Truhe zu öffnen. Eieieiei. Und dann gehen wir nochmal in den einen Raum zurück und erforschen den. Der eine, nicht der andere. Ihr wisst schon. Gott, Hunters, ey. Verdammte Hunters. Yeah, whatever. Normale Granaten. Warum hat eigentlich hier der Adler geleuchtet? So, runter in den Safe Room. Huh, der Raum hat keine Hunter. Sure, ich hätte es besser wissen sollen. Aber schon, wo ich mir gedacht habe, oh, wir müssen jetzt an den Scheiben vorbei. Und wir hatten ja noch einen Gang, wo die Scheiben nicht kaputt gegangen sind. Ich meine, wenn wir ja keine Munition mehr für die Schrotflinte haben, können wir auch einfach den Granatwerfer mitnehmen. Das ist auch kein Problem. Ich glaube, wir können erstmal wieder eine Weile mit der Pistole rumlaufen. So, Spinnen brauchen 5 Schuss. Ich glaube, Hunter brauchten so 8 bis 10 Schüsse mit der Pistole. Was nicht gerade wenig ist. Aber wir haben so viel Pistolenmunition, wir sollten mehr mit der Pistole arbeiten. Einmal verbrennen kann ich noch, auch wenn ich dafür nochmal zurückgehen müsste komplett, aber ich könnte es. Gehen wir erstmal hier in den kleinen Raum rein. Wahrscheinlich eine Toilette oder ein Gästezimmer oder so klein wie dieses bestimmte Abstellraum oder eine Toilette. Oh. Mein Gott. Das ist die Batterie, die wir brauchten.
Nice. Magnum-Munition und noch mehr Granaten. Das sind Brandgranaten, oder? Säuregeschosse und. Nochmal zum Safe Room. I'm so sorry. Beziehungsweise bevor wir gehen. Bevor wir gehen, ist die Tür da vorne verschlossen. Ist sie. Wir haben nicht alles aus dem Raum mitgenommen. Irgendwas ist da noch. Der Türgriff ist kaputt. Er wird sich wohl nicht öffnen lassen. Aha. Bildrolle hängt an der Wand. Das bin selbst hier noch im abendländischen Stil. Türgriff ist kaputt, wird sich wohl nicht öffnen lassen. Das ist eine Leiter. Aha. Aha. Aha, ich verstehe. Ich verstehe vollkommen. Wir machen dann erst. Wir machen erst unten das Erdgeschoss dann durch. Und gehen dann nach oben damit. Aber ich will jetzt wissen, was habe ich in dem Raum da hinten übersehen? Eine Notiz? Ja gut. Ich kann die ja mal ausrüsten. Was sagt ihr dazu? Ja. Nehmen wir doch mal den Taser. Das könnte jetzt interessant werden, wie das aussieht. Können wir dann einen Hunter tasern, während er auf uns drauf sitzt? Was uns definitiv nicht schocken wird. Okay. Auf zum Safe Room und dann nach drüben. Wenigstens gibt es hier in dem Gang offenbar keine Hunter. Oder vielleicht gibt es einen und ich bin bisher nicht weiter genug gelaufen dafür. Mir egal. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten nicht die ganzen Leichen abgefackelt. Wir hätten Redheads und wir hätten Hunter. Super Kombination. Sehr gut. Von hier aus kamen wir ja nicht rüber. Doch. Nee. Doch kämen wir. Doch kämen wir, okay. Ah, jetzt haben wir den Taser an der Hüfte hängen. Sehr geil. Sehr geil. Super geil. So, das sollte ja hier safe sein jetzt. Mit den Dingern im Arsch. Jupp. Ich drücke immer die falsche Taste. Kann ich die Sichel da mitnehmen, die da an der Wand lehnt? Offenbar nicht. Aber ja, ich bin hier richtig. Hoffentlich ist hier im Gang kein Hunter. Nö. Du liegst hier auch noch, Kenneth? Du liegst auch noch. Interesting. Chonk. So, Safe Room. Also hier ist ja nie was. Schlüssel des Hauses verwendet. Was erwartet uns hier? Was erwartet uns hier? Was ist... Oh. Don't like this. Darin liegt ein undefinierbares Organ. Es könnte von einem Menschen oder einem Tier stammen.
Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Ein Gemälde. Ein kunstvoll verzierter Globus. Könnte es ein Teleskop sein? Es sieht ziemlich alt aus. Ist es ein Teleskop? Kann ich da durchsehen? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay. Dieses Gemälde hier? Er baut ja einfach mit traurigen Augen. Waren hier nicht normalerweise... Müsste hier nicht ein Zombie sein? Habe ich nichts gegen. Nehme ich mit. Okay, das war der Raum. Dann fehlt mir noch der da vorne. So. Okay, Räumchen, was hast du mir zu zeigen? Verstehe. As if. Du blutest nicht. Doch, er blutet. Dagger. Grünes Kraut. Und eine Schatulle. So, in diesen Raum muss ich ja zum Glück nie wieder rein. Ein Umbrella-Zeichen. Oh. Oh. Keine besonderen Merkmale, das sehe ich anders. Es gibt eine runde Aushöhlung von etwa 4 cm Durchmesser. Keine besonderen Merkmale. Das sehe ich anders. Ich weiß, worum, welche Schatulle das ist. Nur wie kann ich dem Spiel zeigen, dass ich weiß, worum es geht? Ich muss da etwas rein. Ist dafür vielleicht der rote Edelstein? Passt da rein? Es gibt eine runde Ausfüllung. Okay. Dann gehen wir mal. Ist jetzt hier vielleicht ein Zombie? Wow, und direkt hier neben ist das Grab von Trevor. Das ist schon irgendwie makaber. Aber wenn man es nicht weiß. Ich kenne die Schatulle, ich weiß, worum es sich handelt, aber ich weiß nicht, wie ich sie einschalte. Ich glaube sogar, ich weiß, wo das Gemälde ist. Von dem in der Notiz die Rede war. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Das Gemälde, ich weiß, wo das ist. War die Musik ja schon immer so? So, dich hatte ich ja hier... Ja, du hattest einen Headshot bekommen, right? Hier, das hier. Okay. Okay, offenbar weiß Jill noch nicht, dass wir das hier verschieben können. Ich bin mir absolut sicher. Ja, da ist ein Raum. Aber Jill weiß nicht, dass sie da rein kann. Trotz der Notiz. Frau am Boden. Na gut, probieren wir mal, ob wir den roten Edelstein in die Schatulle drücken können. Ja, das können wir hier nicht reindrücken.
Das wäre auch nicht. Nö. Habe ich noch irgendwas Rundes im Inventar, was ich reinstecken kann? Nein. Nein. Nicht im Inventar. Hinter dieser Tür noch mal. Nichts allzu Wichtiges. Das ist alles, was zählt. Für mich zumindest. So, du kommst hier mit drauf. Du kommst hier hin. Actually. Okay. 4 cm Durchmesser. Ha! Oh. Yeah, that looks about right. Like this. That looks about right. Moment. Ne, es kann schon mal nicht sein. Wobei doch kann es. Nochmal ganz zum Anfang hier. So, du. Du scheinst richtig zu sein. So. Dann jetzt du. Du bist ein Flügel. Du müsstest ungefähr hier, glaube ich, sein. So, wenn wir dich jetzt nochmal nehmen. Oder ist das vielleicht der obere Part und... Nee.
Das Problem ist, das Teil kann jetzt gerade nur so hängen. Oder so. Drehen wir das mal um. Obwohl ich glaube, das ist falsch. So. So, das muss... Das sieht falsch aus. Irgendwie. Weil die müssen doch so rum, oder nicht? Das kann jetzt hier noch eine Weile dauern. Ich glaube, bis ich das herausgefunden habe, machen wir mal hier einen Schnitt. Von daher, bis dann.